Ja, Hallihallöchen und herzlich willkommen heute am 23.02.2015 um 14 Uhr. Ja, es ist wieder ETS-Time. Und zwar haben wir die Folge 133 mit Kilometerstand 52.393 Kilometer und es geht weiter. Und zwar mit Rechtslenken. Ja, ich freue mich schon. Ja, ich begrüße hier im Chat. Carrie ist im Hintergrund, so viel ich weiß. Und dann den Gary. Ja, da ist er ja schon, mein Schatzi, Gary. Hi, hi. Und dann den Gary und den Manni. Und ich habe natürlich Neuigkeiten dabei. Und zwar, müssen wir eigentlich pennen? Nö, müssen wir nicht. Gut. So, haben wir ja schon beim letzten Mal. Wie viele Kilometer haben wir denn eigentlich noch? Das sehe ich hier nicht. Warte mal, ich muss meinen Kopf wegdrehen. 531 Kilometer. Wenn wir Glück haben und durchkommen, schaffen wir es vielleicht hier beim ersten Mal. Hi, Ice Baby! So, jetzt habe ich erstmal eine Neuigkeit für euch. Und zwar, jetzt habe ich heute mit telefoniert. Die Krankheiten sind nicht vorbei. Die Grippezeit ist auch vorbei. Oder noch nicht ganz. Aber bei der Frau Artes hat sie ja zugeschlagen gehabt von der Deutschen Kinder-Grippe-Stiftung. Und es ist vorbei. Jetzt habe ich heute mit denen telefoniert und auch mit der Deutschen Kinder-Grippe-Stiftung wegen der Operation Pieksekiste. Und das ist jetzt so, dass wir einen Termin haben, ja, mit der Frau Bode von dem Elternhaus für die Eltern, den Elternförderkreis in Bonn und auch einen Termin, dass ich auf die Station kann zu den Kindern direkt, die was leider an Krebs erkrankt sind. Und ich habe ja alles Mögliche versucht, dass ich da einen Kontakt hinkriege, dass ich einfach noch mehr mich da reinversetzen kann in das, was die durchmachen, oder dass ich einfach einen persönlichen Kontakt zu dem Ganzen habe, denn mir ist das einfach wichtig, weil dann mache ich den Job oder das, was ich hier mache, noch besser, noch intensiver, und dann weiß man einfach, warum man es macht. Weil es ist immer so, man kann ganz schnell irgendwo etwas machen, was gut ist, aber man soll sich meiner Meinung nach auch versuchen, damit dann auseinanderzusetzen. Und wie kann man das am besten? Indem, dass man Kontakt dazu hat. So, ja, der Termin steht. Das ist der 12.3. Ja, am 12.3. am späten Vormittag werde ich dann mich mit der Frau Bode von dem Elternförderkreis treffen. Und dann werden wir erstmal auf die Station gehen, zu den Kindern selber. Und dann mal schauen, ob dann eventuell danach noch der Kontakt besteht zu den Elternhaus. Da gibt es extra so ein Elternhaus, die was dann da sind, für ihre Kinder und so weiter und so fort. Und dass ich dann vielleicht noch mit Eltern sprechen kann und so weiter, um einfach da einen besseren Eindruck zu kriegen. Ja, so, da wisst ihr jetzt Bescheid. Am 12.3. ist es soweit. Ja, Mann, ich schlage am 11. dann bei euch auf, weil das Angebot steht ja. Und ich habe auch noch mal für die Kelly dann was. Dass ich da wegen Praktikum mal was geschaut habe und eventuell das hinhaut. Also so ab, so weit schon vorab. Also nur gute Nachrichten, die Woche fängt super an. Und das ist schon mal ganz gut. Ja. So, jetzt müssen wir hier geradeaus erstmal weiter und dann müssen wir die nächste runter. Ja, auf alle Fälle freue ich mich. Jetzt kann man die Operation Pieksekiste endgültig abschließen und dann kann man die erste, dann kann man die Vorbereitung machen für die Gamescom mit der Krebsstiftung, dann die Summe, die was sich auch schon bombastisch wieder erhöht hat, weil es waren diesen Monat ein paar gute Spenden wieder da. Und da freue ich mich jetzt schon, die euch am Freitag bekannt geben zu dürfen. Und das ist echt genial. So, hi Kelly! Auf alle Fälle, ich freue mich bombastisch, endlich die Operation Pieksekiste, das Zeug abgeben zu können. Das ist so geil. Und einfach mal solche Kinder kennenzulernen und den Eltern genau erklären, was ich da eigentlich mache, was ich versuche zu machen. Und warum ich das mache. Ah, du lass mich raus, dankeschön. So, ja. Das waren jetzt die Neuigkeiten. Super, gell? Ja, und ich fahre jetzt noch einen Rechtslenker. Und wenn ich diese Tour abgegeben habe, gibt es natürlich noch eine Neuigkeit. Kelly hat es geschafft. Kelly hat es geschafft. Und zwar, ein Skin zu erstellen für den T800, den Kenwood. Den gleichen Skin quasi, wie jetzt dieser Truck hier hat. Und danke Kelly schon mal. Und der ist schon drin. Wir haben den schon getestet. Erste Bilder gibt es natürlich auch schon. Ja. Genau. Ja, Schatzi. Genau so ist es. Macht mich voll happy, weil ich das endlich abschließen kann. Und das einfach wieder zeigt, dass ich das wirklich ernst meine, was ich hier mache.
Ja, und das ist das Coole. Nein, zurück, wobei ich stehen geblieben. Genau, Kelly hat es geschafft, den Skin auf den T800 zu machen. Sieht cool aus, sieht geil aus. Die ersten Bilder auf Facebook sind schon da, auf der 1 Million Kilometer für die guten Zweckseite. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach auf mehr Anzeigen klicken und dann geht eine Liste auf mit allen sämtlichen Links von den Partnern und so weiter. So, dieser ist fertig. Dieser ist drin und sieht echt geil aus. Gerade mit dem Spenden-Trailer. Voll bombastisch. Dann, was haben wir noch? Genau, Vogeltransporte. Onkel Bantam sitzt gerade dran und baut den Skin. Der Trailer ist schon fertig, aber der LKW, da hat er noch ein paar Schwierigkeiten. Für die Spedition Vogel aus Bregenz ist die, glaube ich. Ja, Gary wird mich ja bestimmt korrigieren. Der ist hier im Chat, wenn was nicht stimmt, weil der arbeitet dort. Und der hat den Kontakt hergestellt und ja, wir werden da auch noch was Großes bringen. Und das wird echt genial. Also da sind wir noch an einigen am Planen, genauso wie mit der Real Life Tour, wobei die sich wahrscheinlich erst nach der Gamescom stattfinden wird, weil ich ja dann vorher noch andere Sachen zu planen habe. Also wir versuchen da schon einiges reinzubringen. Und das ist echt genial. Hey Money! Money! Was? Vögel, nicht Vogel. Ah, Vögel. Okay, siehste. Ja, danke, Gary. Also die Spedition heißt Vögeltransporte oder Spedition Vögel. Ja, Vögel, da hat der Babsi gleich geschrien. Der weiß ganz genau, was er ist. Ja, ja, Babsi. So ist es. Appala, und da hänge ich schon. Kurz zum Babsi guckt und schon hänge ich. Alter Schwede, hier, nimm's. Nein, also das ist cool, also Vögeltransport heißt die. Ja, ist auf alle Fälle eine coole Geschichte, eine Spedition als Partner reinzukriegen, die es wirklich gibt. Die, was jetzt nicht irgendwo aus der Fantasie entstanden ist oder irgendwie Dinge, sondern die, was wirklich gibt und nicht einfach nur, weil uns der Skin von den LKWs und vom Trailer gefällt und wir das halt dann einfach gemacht haben oder der Onkel Bantam einfach gemacht hat. Nein, sondern mit Rücksprache dieser Spedition. Und das ist halt der Burner. Geil, wie viele Skins existieren von Daxer, von Willy Betts, bla bla bla, die was vielleicht mit der Firma gar nicht abgesprochen wurden. Zum Beispiel, da hat man vor ungefähr ein Dreivierteljahr, müsste das her sein. Und zwar mit Sven Richter, der hat damals ETS-Skins gemacht. Und da haben sie einen Skin gemacht von einem, wie hat das, Voss, glaube ich. Spedition Voss, das ist so ein Spezialtransportunternehmen. Und da habe ich dann diese Videovorstellung gemacht von dem Skin. Und daraufhin hat mich die Firma selber angeschrieben. In Blue Dash ist die, okay, nicht Bregenz, okay. Ups, und jetzt wäre ich schon wieder fast irgendwo reingefahren. Ja, genau, zurück. Und da hat mich dann die Firma Voss angeschrieben, dass sie das cool finden, dass wir den Ding verwendet haben. Aber bitte das nächste Mal Rücksprache, weil dann kriegt ihr die neuesten Logos. Also ich glaube mal, es gibt die Firmen, die haben da gar nichts dagegen, wenn man sowas macht. Die finden das, glaube ich, auch cool. Aber man sollte halt dann doch mal Rücksprache halten, weil vielleicht kriegt man dann auch noch Zusatzinfos, wo man da noch mehr davon reinbringen kann. Ja, jetzt sind die ersten 10 Minuten vorbei und ich habe jetzt schon meine ganze Infosachen reingeknallt. Alter, was sage ich jetzt in den nächsten 10 Minuten? Oh mein Gott. Ja, genau, noch was. Multiplayer wird momentan nicht gedreht, denn es passieren momentan schreckliche Dinge. Nein, nicht schreckliche Dinge. Aber ich, letzte Woche am Freitag, glaube ich, hatte der Multiplayer von ETS wieder einen DOS-Angriff, einen DDoS-Angriff. Und seitdem ist es irgendwie wieder instabil. Die Leute fliegen einfach raus, wir sind offline. Das habt ihr gesehen an der heutigen Folge, seht ihr das auf Spiel was. Dass das einfach unmöglich ist, weil man halt nicht weiß, wenn man jetzt irgendwo offline landet und der eine kommt dann auf einmal wieder online und knallt dir direkt auf dein Fahrzeug und schon hast du 100% Schaden. Und das wollen wir eigentlich unterbinden und deswegen beobachten wir das jetzt und würden sagen, so ab Mittwoch, Donnerstag, also dass wir Mittwoch oder Donnerstag wieder drehen werden und dann wird es ab Freitag dann wahrscheinlich wieder Folgen geben. Wenn es diese Woche keine gibt, dann ist es eben so. Dann drehen wir am Wochenende, das ist auch kein Problem, dann gibt es auch nächste Woche wieder. Auf alle Fälle möchte ich halt noch nichts über, wie sagt man, überstürzen und am Schluss
haben wir dann irgendwie an Scheiß laufen, sonst funktioniert das dann auch nicht. Das ist dann auch doof. So, dann haben wir natürlich noch ein Geburtstagskind heute. Und zwar, ich muss ja hier, was heißt ich muss? Ich möchte hier jemanden gratulieren zum Geburtstag. Und zwar, Harald Frenkel, alles Gute zu deinem Geburtstag. Und ich wünsche dir weiterhin viel Glück und viel Erfolg in deinem Kanal oder mit deinem Kanal. Und natürlich sehr viel Gesundheit. Jo, genau, Geburtstagsgrüße werden hier auch ausgeschickt. Also wenn du deine Mama, Papa, Opa, Oma, Uropa grüßen willst, weil er Geburtstag hat, dann sag einfach rechtzeitig Bescheid, schick mir eine E-Mail und ich hau den Wunsch dann raus. Gut. So nebenbei einfach mal. Was haben wir sonst noch? Sonst gibt es eigentlich nichts, außer dass wir auf die 60.000 Kilometer langsam zugehen. Na, was heißt langsam? 52.000 haben wir erst. Aber ich denke mal, Monat März wird echt gigantisch. Wobei ich jetzt gleich mal sagen will, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Da wird es während der Zeit, wo ich in Köln bin. Ich werde am 11. nach Köln fahren. Am 11. März und am 11., 12., 13., 14. Am 14. oder 15. muss ich gucken. Wahrscheinlich am 14. wieder zurück sein. Das heißt, spätestens am 15. oder 16. gibt es dann den nächsten Livestream mit ETS 2. Das heißt, es werde, wenn ihr Glück habt, drehe ich vor. Dann gibt es wenigstens vorgedrehte Teile. Das werde ich wahrscheinlich auch machen und hochladen. Dann gibt es halt in dieser Woche mal keinen Livestream. Aber ich denke mal, die Sache ist es wert. Und dann gibt es halt nur das Video auf YouTube, jeden Tag um 15 Uhr. Das lade ich dann extra so hoch, dass die dann täglich um 15 Uhr freigeschalten werden. Ja, genau. So, da ist auch wieder eine Info raus. Mann, heute habe ich ja voll Infos in mir. Infos. Ja, das kommt davon, wenn man mal... ihr habt es ja gemerkt, ich war ja eineinhalb Wochen weg, um mich einfach wieder zu finden und neue Power zu bekommen. Und dann wollte ich eigentlich... mal schauen, wie ich das Ganze in Zukunft organisieren werde. Und da bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich das Ganze so mache, dass Montag bis Freitag die ganzen Videos kommen. Also die kommen auf alle Fälle. Meine Livestreams sind da. Am Samstag und Sonntag, da mache ich, was ich Bock habe. Ich werde aber versuchen, unter der Woche so viele Videos hochzuladen, dass am Wochenende was da ist. Aber wenn nichts da ist, ist halt mal nichts da. Ganz einfach. So funktioniert es. Weil ich brauche einfach ein Wochenende, um wirklich mal auszupennen, um neue Power zu scheffeln. Weil es ist ja so, auch als ihr als Arbeiter habt am Wochenende frei oder habt schulfrei, habt eure Ferien, habt euren Urlaub und dann... das ist genauso so ein Job. Das ist genauso ein 8-Stunden-Job, wenn nicht sogar mehr Stunden am Tag Job. Und da muss man dann auch mal sagen, so, hier Feierabend und dann ist auch Feierabend. Und dann ist man nämlich auch ganz anders drauf und man geht mit den Leuten wieder ganz anders drum. Man ist nicht immer gleich gereizt. Außer bei manchen Leuten. Weil die es nie lernen. So, warum ist da eine rote Ampel, verdammt? Was suchst du hier? Oh, und jetzt sehe ich nicht hin. Ach, verdammt! Ein bisschen vor. Jetzt erschaltet sie eh um. Gut. Ja, sehr viele Infos. Oh, da ist ein Blitzer. Mal schauen, wie schnell darf ich fahren. 70 und wie schnell fahre ich? 60. Gut. Dürfte nichts passieren. Jetzt komm, fahren wir ein bisschen schneller hier. Ich möchte hier rüber. Jawohl. Warum fährst du so lahmarschert, hä? Das ist 80 erlaubt, mein Freund. So, was haben wir sonst noch? Mir fällt jetzt gerade momentan nichts ein. Nur damit ich mich freue, wenn die Strecke hier endlich vorbei ist, dass wir dann den Kenwood mit der neuen Lackierung bekommen. Da könnt ihr schon echt voll gespannt sein. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 261. Nee, schaffen wir diesmal nicht. Diesmal sind wir langsam unterwegs, muss ich ja sagen. Wir haben am Freitag fast 500 Kilometer geschafft. Und die schaffen wir diesmal nicht.
Aber naja, sowas kommt vor. Ups, komm, komm, komm. Ja, Mann. Dann mal irgendwie so Schlafmusik einschalten, ne? Dann geht's besser mit dem Pennen. Alter, ich weiß, hier ist nur 40 erlaubt, aber trotzdem. Da schlaft er ein, da schlaft er sowas von ein. So, da kommt nix, dann rüber und ab, Marsch. Ja, ja, ja. Nee, also da tut sich im Monat März jetzt sehr viel. Und dann ist die Aktion. Ja, es ist echt doof, weil es war ja eigentlich ursprünglich für Februar gedacht, aber dann wurde die Frau Artis krank, die hatte Grippe. Dann war die Frau Bode nicht da. Die war irgendwo auf Schulung oder sonst irgendwas. Und ja, dann hat es alles durcheinander geschmissen. Dann hatte ich dann einmal eine Zeit. Und jetzt haben wir gesagt, okay, März, jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden. Und da freue ich mich echt super drauf. So bin ich dupi. Ja, ich glaube, wir haben dann noch eine Folge, weil wir schaffen nicht ganz. Nee. Muss ich meinen Kopf immer wegtun. Ich bin froh, wenn ich die andere Seite wieder habe. Danke, Gerrit, für die Aufgabe. Sollte eigentlich nur eine Folge werden, aber ich wollte jetzt nicht nur mal hier irgendwo zur Werkstatt fahren und das wieder ändern. Ah, sieht man da hoch. Ja. Dürfen wir auch nur leider 80 fahren. Hey, Mr. Bass, Servus. Komm, lass uns mal darüber. Hey, der fährt die gleiche Fracht wie ich. Hast auch Holz vor der Hütten, hä? SM Radoch, hello, Servus. Ey, 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 was leckt das jetzt? Spinnst du? Hör auf zu lecken. Oh, das war eine gefährliche Sache, so um zu überholen. Wow. Also, schwere Sache, schwere Sache. Da steht schon Budapest. Wie viele Kilometer ich noch hab? 188. Und in 2 Minuten ist die Folge vorbei. Das heißt, beim nächsten Rastplatz fahren wir raus. So, und heute um 15 Uhr geht es jetzt dann weiter. Und zwar mit Creativerse, wie das heißt, wenn man das ausspricht. Ist so, ja, fast wie Minecraft. Nur meiner Meinung nach sieht es schicker aus und läuft flüssiger. Mal schauen, wie viel darf ich noch brauchen? 14 Stunden, in den 5 Stunden muss ich pennen. 2 Stunden brauche ich noch. Eieiei, das wird knapp. Na,
wie viel haben wir noch? 162, nee, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Da ist die Zeit wirklich zu. Es wird dann zu viel. 10 Minuten länger circa. War ja jetzt schon mit 90 im Anschlag. Oh, da ist ein Blitzer. Nein! Zu spät gesehen, den Blitzer. So haben wir schon wieder 4 Cent. Ei. Ups, da wäre jetzt fast auf der Seite hängen geblieben. Ja, Ice Baby, ja, lach du nur. Ah, da vorne kommt ein Parkplatz. Ich hoffe, ich schaffe es, den zu überholen bis dahin. Ah, 1000 Meter, locker. Locker, flockig. Hey! Lass mich jetzt mal durch da. Ei. Ha! So, wie viel haben wir dann noch? 100 Kilometer. Das machen wir dann morgen fertig und dann gibt es auch den neuen Skin. Ja, morgen. Ja, dann habe ich morgen auch wieder was Neues. So. Stehen wir jetzt. Motor aus und guck mal, wie viele Kilometer haben wir denn? Wir haben jetzt, fast 53.000. Also, 52.839. Das heißt, ich habe mir verschrieben, 800. Naja, sind wir trotzdem 450 Kilometer gekommen. Gut, und morgen haben wir schon die Folge, wieder 34 Folgen morgen. 100 haben wir schon fertig, 134 Folgen. Krass. Das geht ja wie geschmiert. Und dann kommen natürlich noch die Kilometer dazu vom Multiplay. Da sind wir ja echt gespannt, was da dann passiert. So, wie viel hatte ich? 2,4 Cent. Genau. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns um 15 Uhr. Bis nachher.